Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man am besten einen Baum klein macht. Und zwar ist es ja wichtig, je nachdem wie lange Stücke ihr schneiden wollt. Für längere empfiehlt sich dann ein Maßband, das ist zum Beispiel ein 15 Meter Maßband von Spencer. Das gibt es in 15, 20 und 25 Meter. Haben wir auch von Stihl oder von Husqvarna entsprechende Qualitätsmaßbänder. Und da dazu das Esche Reismeter, wenn man jetzt Meterstücke machen möchte. Also ich zeige es euch jetzt einmal von der Vorgehensweise. So, wenn ihr einen Baum gefällt habt und entastet habt entsprechend, hier den Haken einklappen. Dann könnt ihr den einfach beim Stamm, vorher sollte man natürlich noch sauber abschneiden, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil letztes Mal war es schon dunkel, den entsprechend einhaken hier. Vom Maßband her, dann braucht es ja am besten so einen Kreidehalter und eine Kreide zum Anzeichnen und dann geht es einfach mit dem Maßband sozusagen am Baum lang und je nachdem, manche schneiden es auf 4 Meter oder knapp drüber, da wäre zum Beispiel 4 Meter, dann kann ich den hier entsprechend anzeichnen und entsprechend abschneiden. Oder je nachdem, wenn ich 5 Meter oder was ich halt brauche, oder ich kann halt meine Gesamtlänge ermitteln, was ich am Baum habe und entsprechend anzeichnen. Wenn ich natürlich im Meter machen möchte, dann kann ich den entweder auch im Meter mit dem machen, mit dem Maßband und so anzeichnen, oder was ich jetzt ganz praktisch finde, mit dem Reismeter, wenn ich es auf Meter machen möchte für Brennholz, dann nehme ich einfach hier den Reismeter, gehe dann so her und tue dann einfach hier praktisch den als Anhalt nehmen und dann so drüber reißen. Dann habe ich hier meinen Meter und dann gehe ich halt so am Stamm lang und reiße mir immer den Meter entsprechend an. Dann kann ich es danach anschließend schön abschneiden. Also ich finde, das geht halt noch schneller wie mit dem Maßband. Aber wie gesagt, das kommt halt darauf an, was ihr machen möchtet. Ist beides sehr nützlich. Da muss man natürlich dann aufpassen, wenn man wie hier Senken von alten Wurzelstoff oder so hat. Dass man sich nicht verletzt. So, jetzt haben wir alle angezeichnet. Also das werde ich euch empfehlen. Entweder so ein Reismeter, wenn ihr Meterholz machen wollt, Brennholz, oder halt Maßband, wenn ihr auch längere Sachen haben möchtet. Ich verlinke euch das auch beim ersten Kommentar, da ist dann auch eine Beschreibung von den Sachen drin, wenn ihr es einmal braucht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr es bei mir kauft. Ansonsten gebe ich euch natürlich auch gerne Tipps. Das war wieder euer Bernhard Eschbaumer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, macht es gefällt mir. Liked es mir, abonniert es mir. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön.